Ein neuer Tag auf unserer Ranch und das Silo steht noch. Ich kann euch sagen, ey, ich freue mich so, dass wir das letztes Mal gebaut haben. Da war jeder Cent auf jeden Fall wert, das Ding hinzustellen. Es fühlt sich jetzt so viel besser an, wenn man einfach weiß, so die Grundversorgung. Ich kriege immer kurz mal Angst, wenn die hier so liegen. Aber mittlerweile weiß ich, die pennen einfach ganz gern ein bisschen länger. Es fühlt sich so viel besser an zu wissen, dass das Futter immer da ist, dass die eben nicht verhungern können. Klar, man muss noch trinken und so weiter auffüllen, aber das ist, finde ich, viel einfacher oder viel leichter gemacht hier mit dem Brunnen als das Futter. Die Schweine, denen geht's gut. Bei manchen, genau bei dem jetzt nicht, bei dem steht so ein Schnuller dran. Ich würde mal vermuten, das sind vielleicht, ja, bei dem ist auch ein Schnuller dran, das sind die weiblichen. Warte mal, das müsste man eigentlich sehen. Ich will jetzt hier nicht spannen, aber bei dem ist keiner dran. Dem ist Schnuller dran. Ja, das sieht auf jeden Fall weiblich aus. Das sind wahrscheinlich die Tiere, die dann auch wieder Ferkel bekommen können. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt dann losgeht mit unserer Schweinezucht. Wir haben jetzt hier zwei Weibchen und zwei weitere männliche Schweine. Ich denke, in der Realität sollte man die sich eigentlich nicht paaren lassen, aber wir drücken hier mal ein Auge zu. Wir brauchen einfach die Kohle, das wird schon gut gehen. Wir haben heute viel vor, wir werden heute richtig weiterbauen an unserer Ranch. Und was, das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Die nächste große Baustelle auf unserer Ranch wird der Kuhstall. Deswegen habe ich offscreen schon mal einige Bäume gefällt und Hölzer gesägt. Ihr kennt das ja. Die Voraussetzungen für unseren Kuhstall sind also geschaffen. Und auch dazu habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Natürlich sollen auch die Kühe vom Silo profitieren. Und dafür müssen wir aber etwas umbauen. Der Kuhstall soll sich an den Schweinestall angliedern, sodass insgesamt ein schönes Bild entsteht. Fürs Erste konzentrieren wir uns auf die Milchkühe. Wie wir gesehen haben, heute soll die Ranch ein gutes Stück weiter wachsen. Und hier ist eben das, was ich vorbereitet habe. Das heißt, das Holzlager ist ja so ein Dreiviertel voll gewesen. Ich habe ja schon mal aufgeladen, damit wir einfach jetzt direkt losstarten können. Ich hoffe, das reicht an Holz. Aber bevor wir das abreißen, müssen wir natürlich erstmal die Schweine irgendwie ins Außengehege bringen. 11.05 Uhr, das heißt, es ist gerade ja so am frühen Mittag. Wetter ist auch schön, da können sie draußen auf jeden Fall ganz gut klarkommen. So, komm mal mit. Ich weiß auch gar nicht, ob die weiblichen Schweine öfter Kinder kriegen können, warum das männliche Schwein gestorben ist. Ich hoffe nicht, dass die nur einmal können und dann sterben, das wäre richtig traurig. Da hätte ich richtig Mitleid mit den Männchen hier. Aber vielleicht war es einfach ein blöder Zufall. Vielleicht hat es der Blitz getroffen, ich weiß es nicht. Die sind draußen, können da jetzt erstmal sich ein bisschen austoben und wir reißen quasi jetzt das einmal ab und auch das hier. Und wir ersetzen das Ganze mit einem Endstück. Genau, mit der Rückseite der Scheune. Das packen wir hier jetzt dran. Müsste eigentlich hier hingehen. Geht nicht hier hin. Ah, da hat sich noch einer versteckt. So, jetzt müsste es eigentlich passen. Genau, jetzt ist es dran. Und jetzt haben wir eben den Radius hier deutlich weitergezogen, beziehungsweise einfach, das ist hier nicht mehr im Weg. Wir bauen das ganze Ding jetzt mal auf. Ich denke, für die Schweine reicht das, selbst wenn das noch mehr werden. Das ist ein einigermaßen großes Gehege immer noch innen. Genau, da stellen wir jetzt mal hin. Da sollte das Holz eigentlich auf jeden Fall reichen. So, letztes Stück. Perfekt. Zum Glück ist es jetzt schon fertig. Ich sag gerade noch, Wetter ist schön, aber hat jetzt wirklich ziemlich schnell gewechselt. Schweine können wieder drin Zuflucht suchen. Wasser haben sie auch noch genug. Ey, jetzt geht's aber hier richtig los. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen Sturm in dem Spiel erlebt. Aber von der Größe, ihr seht es, ich denke, das reicht auf jeden Fall für die Schweine. Können immer noch einige nachkommen. Das ist jetzt wirklich super ätzend hier mit dem Regen. Wo kommt er denn her? Oh no, ich habe die Tür vergessen. Da kommt's nächste raus, ey. Shit, ich habe wirklich komplett vergessen, dass wir hier eine Tür brauchen. Ihr müsst jetzt leider nochmal draußen sein. Auch wenn es jetzt ekelhaft ist. Alle mitkommen. Oder ich habe eine viel bessere Idee. Wisst ihr was, wir machen das schnell. Alter, was ist mit euch? Wir machen das schnell provisorisch, bevor die hier alle stiften gehen. So. Das ist hier fast am Abhauen. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass die Folge so stressig losgeht. Ich glaube, wir haben wieder alle drin. 1, 2, 3, 4. Puh, Sturm ist auch vorbei. Jetzt können wir weitermachen. Ich habe echt voll vergessen, dass wir hier die Tür brauchen. Ich glaube, auch für die Tür brauchen wir nochmal Metall. Ja, die sind jetzt auf jeden Fall hier erstmal safe drinnen.
So, jetzt können wir bei etwas schönerem Wetter weiter planen. Ich finde, das ist ein Ding bei dem Spiel, was super schwierig ist. Wir fangen mal mit dem Außenbereich an, aber ich komme da wirklich an meine Grenzen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt bei euch, aber bei mir muss bei so einem Spiel, es ist fast wie ein Tick, es muss eigentlich alles im schönen rechten Winkel gebaut werden, sodass es irgendwie parallel ist. Ich würde hier gern so einen Durchgang lassen, damit ich da nicht immer komplett außen rumlaufen muss. Und das ist irgendwie auch genau das Problem. Ich versuche jetzt einfach mal, das hier so hinzubauen und wir sehen uns gleich wieder. Das ist genau das, was ich meine, ey. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob ich da irgendeinen Denkfehler habe, aber das snappt ja immer so aneinander. Und wenn ich hier einmal ein Viereck ziehe, dann muss das doch eigentlich, das ist alles hier gerade, das muss doch eigentlich aufgehen. Es kann doch eigentlich gar nicht sein. Ist der leicht schräg? Ich krieg die Krise. Ich krieg die komplette Krise. Jetzt passt's. Also da war scheinbar hier die Strecke nicht ganz gerade. Okay, das heißt, hier müssen wir gut durchkommen. Das ist quasi unser Außengehege der Kühe. Habt ihr das gerade gehört? Hat sich angehört, als ob irgendein Schwein gerade gestorben wäre. Naja, vielleicht höre ich schon Gespenster, weil ich so Angst davor habe. Hier können wir auf jeden Fall aufmachen, dass die Kühe durchkommen. Das war jetzt einfach nur mal das Grundgerüst. An dem werden wir uns orientieren. Wir brauchen jetzt noch die Frontseite der Scheune. Die werden wir jetzt mal versuchen, hier so einigermaßen parallel zum Zaun hinzustellen. Es ist vollbracht. Der Tag ist fast schon wieder rum, aber wir haben jetzt ungefähr hier ein gerades Stück dran gebaut. Man kommt hier noch durch und spart sich da den Weg, muss nicht außen rumlaufen. Das heißt, wir können den Zaun hier wieder abreißen. Der war ja nur quasi zur Orientierung. Und dann bauen wir das ganze Ding etwas größer. Kühe brauchen natürlich deutlich mehr Platz. Da muss man ja auch so, ja, so Boxen für die Kühe mit reinbauen. Wie viel haben wir jetzt? Aber ich glaube, so müsste es eigentlich reichen. Dann bauen wir hier mal wieder zu Ende. Perfekt. Sieht doch soweit schon mal sehr gut aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal pennen, dann bauen wir den Kuhstall hin und dann geht's weiter. Es stürmt schon wieder. Keine Ahnung, ob das tatsächlich jetzt am April liegt, der bei uns hier gerade in Real Life quasi vor der Tür steht. Irgendjemand hat mir vors Zelt geschissen. Ich glaube, das ist für die Aufnahme super nervig, wenn die ganze Zeit dieses Rauschen vom Regen da ist. Ich hoffe, der geht gleich wieder weg und ich hole mir einfach mal schnell einen Kaffee. Ah, das ist echt krass. Ich habe jetzt nochmal einen kompletten Tag gewartet, weil es durchgehend geregnet hat. Jetzt können wir aber loslegen und stellen uns endlich unseren Kuhstall hin. So, Außengehege steht schon mal. Die brauchen auch tatsächlich deutlich mehr als hier alles innen. Aber das sollte auf jeden Fall reichen. Der Stall steht. Also mir gefällt es richtig gut. Ich leg das mal hier schnell hin. Wenn man hier reinkommt, man blickt einfach direkt auf einen schönen Schweine- und einen schönen großen Kuhstall. Wir müssen die Türen natürlich noch einbauen, aber ich finde das soweit schon mal wirklich ganz stimmig. Hier müsste man jetzt eigentlich auch noch durchkommen. Ja, wunderbar. Das klappt auch. Gut, wie gesagt, Türen brauchen wir noch. Aber auch der Außenstall müsste hier locker reichen für die Kühe. Wir schauen mal schnell nochmal den Radius an. Genau, geht hier gut rein. Dann können wir hier unser Essen und Trinken platzieren. Innen müssen wir natürlich jetzt auch noch mit den, wie heißen die Dinger? Mit den Kästen für die Kühe. Ui, die sind schon richtig groß geworden, ey. Sind fast alle jetzt ausgewachsen, sieht so aus, oder? Krass, das ging jetzt echt schnell, dass die so gewachsen sind. Haben gutes Futter bekommen.
Genau, wir müssen innen jetzt noch die Boxen irgendwie einstellen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß auch nicht, wie viel da reinkommen. Scheunenbox. Ah, okay, da können wir quasi, oh ja, da können wir gut platzieren. 1, 2, 3, 6 Stück passen hier rein. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob man die unbedingt braucht, wofür man die braucht. Wahrscheinlich ist es eher so zur Orientierung, wie kann man melken oder was fehlt noch beim Melken. Das wären jetzt mal 6 Stück. 20 Holz, 10 Metall. Also wir müssen gleich nochmal einkaufen gehen. Wo steht 832? Ist jetzt nicht ganz so viel. Aber bevor wir jetzt den Stall endgültig fertig bauen, ihr habt mir als Kommentar im letzten Video geschrieben, dass man noch ein Quest machen kann, irgendwo hier im Norden. Ich denke, das ist das, was ihr gemeint habt. Muss man ein richtig krasses Quest machen können, das sehr viel Geld gibt. Das braucht man natürlich auch noch. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nochmal kurz los, versuchen ein bisschen Geld zu verdienen, gehen dann shoppen und machen den Stall hier fertig. Hier waren wir noch nicht, also da sitzt auf jeden Fall wieder einer. Oh, da ist ein sehr fescher Herr hier. Abriss im Bau, Anhängerlieferung und Schätze aus alten Zeiten. Ganz ehrlich, Schätze aus alten Zeiten hört sich sehr gut an. Wusstest du, dass früher Krieger aus dem fernen Norden durch unsere bergige Landschaft reisten? Wenn du die 3 verborgenen Schätze der alten Krieger findest, werde ich dich großzügig belohnen. Challenge accepted. Wir machen mal noch eins mit. Anhängerlieferung nehmen wir auch mit. Perfekt. Ja, jetzt können wir mal eine Schatzsuche machen. Also das mit den Schätzen hier, keine Ahnung. Ich habe keinerlei Indikatoren, wo das sein könnte. Ich bin jetzt hier erstmal zu dem Anhänger gefahren. Gott, ich hoffe, ich kann den hier mit dem kleinen Tuk-Tuk mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie mit dem Anhänger hier rum versucht. Aber das ist ja geil. Ich gehe gleich auch nochmal eine Runde tanken, wenn wir schon mal hier sind. Sehr, sehr cool, dass das funktioniert. Also bei den Schätzen war, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, das Einzige, was er so uns als Hinweis gegeben hat, bergige Landschaft aus dem fernen Norden. Das heißt, spontan hätte ich jetzt einfach mal hier oben so im Norden, wenn die Karte so ausgerichtet ist, die Bergkämme hier durchsucht. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. Ich habe leider heute nicht so viel Zeit. Und es wäre blöd, wenn jetzt das komplette Video aus Schatzsuche besteht. Wir geben jetzt erstmal den Anhänger ab und wir schauen einfach mal, was er noch für Quests hat. Oh ja, rückwärts fahren, Anhänger. Richtig fein, wenn man das nicht kann. Naja, geht schon. Aber ich finde es echt cool, dass das hier jetzt auch schon geht. Wenn ich es jetzt aber hier so sehe, wir brauchen auch schleunigst ein besseres Auto hier. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, nur mit dem kleinen Golfwagen hier rumzufahren. Ich glaube, da gibt es so einen Pickup mit einer deutlich größeren Ladefläche, der vielleicht auch eine bessere Lenkung hat. Oh Gott, ich hoffe, wir kommen an. Ich denke, die Straße ist die bessere Wahl mit Hänger. So, da sind wir wieder. Ich hänge ihn jetzt einfach mal hier ab. Hoffe, das reicht. 120, okay, das war nicht ganz so viel. Wir machen einfach jetzt auch mal noch Abriss. Ist das das Richtige, was ich hier wegmachen muss? Ah ja, 20 Stück. Also wir reißen das ganze Ding jetzt einfach hier weg. Das ging sehr schnell. Bin ich gespannt, was das jetzt an Geld gibt. 400! Geil! Dann machen wir auch noch im Bau. Ich habe beschlossen, eine neue Scheune zu bauen. Könntest du mir bitte ein paar Planken bringen? 64? Na gut. Wir müssen natürlich schauen, dass wir genug für unser eigenes Ding noch haben. Aber das sollte hoffentlich reichen. Falls es uns ausgeht, dann müssen wir noch ein bisschen was nachsägen. Aber jetzt müssen wir erstmal abzählen. 64 Planken. Ein Stapel sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir brauchen 8 Stapel. Sollte man eigentlich übrig haben. 8. Ich nehme jetzt mal noch einen als Puffer mit. Ich wusste jetzt nicht sicher, ob die alle wirklich komplett vollständig sind. Der sieht hier irgendwie ein bisschen kürzer aus. Aber so müsste es auf jeden Fall reichen. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Ab zum alten Herrn. Moment, da war was. Geht ja gar nicht auf mich los. Oh shit, da ist noch einer. Nein! Mich hat ein verdammter Bär gerissen. Leute, wisst ihr, wie lange ich ihn nicht mehr gespeichert habe? Das tut weh. Das tut richtig scheiße weh.
Ah, tja, schade. Ich hätte den Bär einfach Bär sein lassen sollen. Ich werde nochmal schnell aufbauen. Ich werde nochmal ein paar Quests machen. Ich tue es euch aber nicht nochmal an. Wir sehen uns gleich wieder. Die Scheune steht wieder. Die Quests habe ich gemacht. Gespeichert habe ich auch. Eine Sache habe ich jetzt noch fast vergessen. Hier müssten irgendwo zwei Bären rumlaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das war. Durch die ganze Bärengeschichte ist ziemlich viel Zeit vergangen. Das heißt, ich musste Real Life wieder ein paar Tage warten, bis ich weitermachen kann. Aber ich habe jetzt in der Zwischenzeit abends immer schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe schon mal eingekauft. Wir haben Metall hier, ein bisschen Holz. Ich erzähle euch gleich, warum wir das auch noch brauchen werden. Wir werden jetzt einmal hier die Türen bauen. Wir müssen natürlich auch beim Schweinegehege auch noch die Tür einbauen. Was mir aufgefallen ist hier, 10 Metall ist schon ganz schön teuer. Und ich glaube, 3 oder beziehungsweise 6 so Boxen am Anfang ist ziemlich übertrieben. Das heißt, da werden wir gleich mal welche wegnehmen. Wir nehmen mal die hier weg und ja, lass uns die auch noch hier wegnehmen. Und ich hatte einen kleinen Denkfehler bei meinem Plan des Kuhstalls. Aktuell bekommen wir die Kühe gar nicht rein. Ich weiß nicht, ob wir die durch die Tür hier bekommen, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, als Hinterteil quasi auch nochmal so einen Eingang mit einem großen Scheunentor zu machen. Dann kann man nämlich mit dem Auto direkt rückwärts hier reinfahren, kann die Kühe herbringen oder auch abholen, je nachdem. Und dann haben wir hier ein entspannteres Arbeiten. Das heißt, wir machen dieses Hinterteil nochmal weg und bauen es neu ran. Ich hoffe, das funktioniert. So müsste es eigentlich passen. Sieht soweit ganz gut aus. Bauen wir noch schnell dran. Alter. Ich hab's gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Junge, was geben uns denn Schweinen? 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal 5 kleine Schweine. Da waren sie aber jetzt richtig fleißig. 2 Männchen, 2 Weibchen haben Gas gegeben. Alter, das könnte richtig, richtig gut sein. Ich hätte nie gedacht, dass sie sich so schnell vermehren. Aber wir haben jetzt hier schon 4 Ausgewachsene. Wir haben ja auch wieder dieses Schnuller-Symbol dran. Vielleicht bedeutet das Schnuller-Symbol... Wir haben es bei beiden Weibchen dran. Vielleicht bedeutet das Schnuller-Symbol auch, dass die schwanger sind. Das wäre natürlich stark, wenn wir jetzt schon wieder 2 schwangere Schweine haben. Das gibt ja richtig Kohle. Also ich bin gerade echt ein bisschen sprachlos, dass das so gut funktioniert mit der Schweinezucht. Hier ist alles voll. Das ist in kurzer Zeit entstanden. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg, um unsere Farm so ein bisschen ins Rollen zu bringen, um dann nicht mehr so die Geldprobleme zu haben. Ich habe ein paar Quests gemacht. Ich habe ein bisschen was auch noch vorbereitet beim Burgershop. Schauen wir gleich noch hin. Aber ich denke, wir sind da wirklich auf einem guten Weg und können bald aus dem Vollen schöpfen. So, jetzt bauen wir aber erstmal das Hinterteil nochmal ran. So, das haben wir schon mal angebaut. Die Tür brauchen wir dann natürlich genauso. Ja, es gefällt mir tatsächlich auch besser, wenn wir hier auf beiden Seiten so eine Tür haben. Auch wenn es natürlich nicht ganz billig ist. 16 Planken. Ich fahre nochmal schnell mit dem Auto ran. Ich glaube, das geht schneller. Auto ist wirklich so eine der nächsten großen Anschaffungen. Ich glaube, auch damit wird dann vieles viel schneller gehen, weil wir einfach mehr Ablagefläche haben. Man könnte auch nochmal sich überlegen, ob man sich so einen Hänger holt oder sowas. Schauen wir uns aber alles bei Zeiten an. Jetzt bauen wir erstmal unsere Dinger auf. Aber merkt schon hier, mit so Bauprojekten, da geht das Holz relativ schnell weg. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall noch genug. Ist schon mal voll. 20 Holzplanken, Junge, Junge. Hier kommen 12 rein. Da ist jetzt alles drinnen. Wir gehen gleich hier weiter zu den Schweinen. Ah, hier haben wir ja auch noch Holz. Perfekt. Ich hole gleich Metall, dass wir es gleich hinbauen können. Wenn die abhauen, dann können wir erstmal eine Weile einsammeln gehen. Ich hoffe, sie hauen nicht gleich ab. Tür rein. Oh, sehr gut. Tür steht. Schweine sind alle noch drinnen. Es ist ein wunderschöner Anblick. Es ist wirklich ein schöner Anblick. Schaut's euch an, ey. Scheunentor ist auch am Start. Die Tür haben wir auch. Es wird, Freunde. Es wird richtig gut. 10. 10. Jawohl. Und damit steht unser Kuhstall.
Ich finde es vom Bild jetzt wirklich sehr schön. Ich finde es auch cool, dass man jetzt hier auf der Seite auch reinfahren kann. Ich hoffe, ein großes Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob der große Laster reinkommt, aber der Pickup müsste auf jeden Fall durchgehen. Wir werden es bald ausprobieren. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen großen Kuhstall, wo wir langfristig noch weitere Boxen einfügen können. Wenn ihr wisst, für was die Boxen sind oder ob man die wirklich unbedingt braucht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man die sich auch sparen. Aber Kuhstall steht. Schweine haben auch Junge bekommen und so wie es aussieht, sind sie schon wieder schwanger. Er hat hier irgendwie Lust auf ein kleines Abenteuer. Komm mal mit. Ich mach das jetzt so. Auch wenn es immer ein bisschen abartig ist, dieses Riesenschwein auf dieses kleine Auto zu laden. Ich glaube, es ist leichter. Ich glaube, langfristig muss ich mir überlegen, ob ich die Futterstelle hier ein bisschen weg vom Zaun rücke, nicht, dass die ja immer wieder rüberspringen. Auch bei den Hühnern, ihr seht es ist alles voller Eier. Auch da müssen wir demnächst mal uns was überlegen, denn es sind mittlerweile echt viele geworden. Ich habe ein bisschen die Kontrolle verloren. Es ist alles aus dem Ufer gelaufen, auch wenn ihr hier mal reinschaut. Das sind so verdammt viele Eier. Hier steckt schon ein Huhn drin, ey. Ja, komm her. Also wir haben noch viel zu tun. Eier verkaufen, ein bisschen Hennen mal zählen, ob man da vielleicht schon ein paar aussortieren können. Die sortieren sich selber aus. Oh boy, es geht los. Wahrscheinlich, weil sie kein Trinken hatten. Ja, die sind schon ziemlich am Limit. Wir räumen erstmal die Chicken beiseite. Neben dem Silo muss auf jeden Fall bald so eine Trinkmühle, Wassermühle, keine Ahnung wie das Ding heißt, hin. So. Die sind erstmal versorgt. Ihr habt mir in einem der letzten Videos als Kommentar geschrieben, dass ich das Wildfleisch lieber beim Burgershop verkaufen soll, weil es da scheinbar Prozent ist das falsche Wort, einen Bonus drauf gibt. Deswegen, ich habe da auch schon mal ein bisschen was vorbereitet und werde auch bis zum nächsten Mal fleißig weiterjagen. Vielleicht können wir da dann nochmal richtig viel Geld machen. Hier seht ihr gleich den aktuellen Stand. Also da liegt schon der ein oder andere Hirsch hier am Boden. Wir schauen mal, wo ist denn gerade der Bonus? Milchhühnerwurst Quark. Nee, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich werde hier weiter vorbereiten bis zum nächsten Mal, dass wir richtig viel Geld haben, dass wir uns ein Auto kaufen können, dass wir uns Kühe kaufen können. Wir müssen auch irgendwann anfangen, jetzt langsam mal unser Haus zu planen. Denn wenn wir erstmal Kühe haben, Schweine haben wir jetzt auf jeden Fall genug, dann können wir anfangen, Wurst zu produzieren und so weiter. Käse wollen wir ja machen. Also richtig viel noch zu tun. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.